Spezielle Kundenwünsche erfordern individuelle Lösungen und wie wir diese Herausforderung gemeistert haben, das erfährst du in diesem Video. Und dabei wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und auch hier befinden wir uns wieder in einer Küche aus unserem Hause, die gut und ich denke am Ende auch gelungen ist. Unser Kunde ist zufrieden und ja, es ist eine zweizeilige Küche und diese Küche hat es in der Planung in sich gehabt und natürlich auch in der Montage, denn unser Kunde hatte ganz bestimmte Vorstellung von seiner neuen Küche, ganz bestimmte Wünsche. Und ja, da gab es die ein oder andere Herausforderung. Und in diesem Video werden wir uns anschauen, ob wir die perfekten Lösungen hier gefunden haben. Ja, was waren denn jetzt aber die Wünsche unseres Kunden? Zum einen wollte er ein modernes Küchendesign haben. Er wollte eine dunkle Küche, weil der Raum an sich ja doch hell ist. Dann war ihm ganz besonders wichtig, dass die Küche aussieht wie eine Schrankwand. Das heißt, wir mussten hier Rahmen bilden an den Seiten und natürlich Abdeckböden über den Hoch- und Hängeschränken. Und das Standgerät sollte integriert werden. Ein Sitzplatz, wo er natürlich auch ja Homeoffice erledigen kann. Und es sollte ja mehr Arbeitsplatz geschaffen werden, aber gleichzeitig auch mehr Stauraum, denn der Vorratsschrank aus dem Flur sollte auch noch in die neue Küche mit integriert werden, vom Stauraum her. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Die Küche selber haben wir geplant mit Nolte-Küchen. Also wir haben hier eine Nolte-Küche, aber die ganzen Holzdekore, die haben wir bemustert und dann geplant und bestellt über Nobilia. Und ja, die Küche selber, die steht in Freital bei Dresden. Und wenn wir einfach mal hier vorne anfangen und das Design der Küche berücksichtigen, dass wir hier ja eine Schrankwand kreieren sollten, haben wir zu Beginn ein klassisches Frontpassstück, weil natürlich hier die Schalterleiste natürlich und der Türrahmen einen entsprechenden Abstand erfordern. Das Ganze dann beginnend mit einem Hochschrank, wo der Backofen integriert ist. Auch hier Wunsch unseres Kunden, ein ja, High-End-Gerät zu wählen. Wir haben hier einen Dampfbackofen aus dem Hause Bosch. Das Gerät haben wir euch in einem Extra-Video schon mal vorgestellt. Dieses findet ihr über die Infokarte. Der Schrank selber ist aufgeteilt unten mit Auszügen, passend zu dem anschließenden Kochstellenschrank. Zwei Auszüge, ein Schubkasten, der Backofen, oben drüber dann entsprechend Stauraum mit Einlegeböden. Ja, und unser Kunde, ganz clever, hat hinter dieser Tür dann auch noch seinen Getränkekasten verstauen können. Also an alles gedacht, alles findet hier seinen Platz. Ja, das Ganze gefolgt von einem Kochstellenschrank, 1,20 Meter breit, wo, ja klar, die ganzen Töpfe, Pfannen Platz finden, Kochgeschirr und oben drüber, ja, thront das 80 cm breite Kochfeld auch aus dem Hause von Bosch. Und hier werden wir euch dieses Kochfeld auch nochmal in einem separaten Video präsentieren. Und dann baut sich das Ganze nach oben auf. Unser Kunde ist ähnlich groß wie ich. Und damit er sich hier nicht den Kopf stößt, haben wir hier die große Kopffreihaube, auch wieder aus dem Hause von Bosch,
in Schwarz, passend zum Küchendesign, denn wir haben ja die Front in Quarzgrau, in Matt, das Ganze mit einer schwarzen Griffleiste abgerundet und wie gesagt die warmen Elemente im Holzton und da haben wir den Ton bzw. das Dekor Eiche Artisan von Nobilia genommen und die Haube selber ist auch als eine Abluft-Haube hier integriert, das heißt die Raumdecke ist abgehangen, der schwarze Schacht geht bis zur abgehangenen Decke und zwischen der Originaldecke und der abgehangenen Decke läuft der Abluftkanal und geht dann direkt zur Außenwand. Ja, was kommt jetzt nach der Kochstelle? Da kommt die Spülmaschine, der Spülenschrank. Dann noch gefolgt ein 30 cm breiter Auszugsschrank und der Handtuchhalter. Denn wir haben dann das Fenster, darunter der Heizkörper mit dem Thermostat, was ziemlich weit in den Raum reinkommt. Und damit das alles funktioniert, hier eben der Handtuchhalter am Ende, damit wir dort nicht mit Auszügen oder Türen und dem Thermostat kollidieren. Ja, jetzt war unserem Kunden in der Planung besonders wichtig, dass die Arbeitsfläche, wie am Anfang erwähnt, ja so groß wie möglich ausfällt, was für ihn dann ausreichend ist. Und das ist dann auch der Hintergrund, warum hier die Spülmaschine links von der Spüle platziert ist und rechts dann der Platz für den Kaffeeautomaten. Ja, das war auch der Grund, warum sich das Spülbecken in der Größe dann entsprechend angepasst hat. Hier war halt wirklich der Platz auf der Arbeitsfläche ausschlaggebend. Nicht wie bei vielen anderen Kunden, die sagen, ich möchte da ein Backblech reinkriegen oder meinen großen Bräter. Das war hier nicht das Thema, sondern wirklich größtmöglichen Platz auf der Fläche generieren. Ja, rein vom Praktischen her wäre die Spülmaschine schlauer an dieser Stelle, aber eben aus der Thematik Arbeitsfläche generieren, dann links vom Spülenschrank. Der Spülenschrank selber, können wir mal ganz kurz reinschauen, beherbergt das Abfallsystem, zwei große Behälter und dann entsprechend die Metallablage, wo man halt noch das eine oder andere verstauen kann, was man im Spülenbereich benötigt. Sehr praktisch hier bei der Spüle ist der Spülmittelspender. Somit ist das Ganze dann halt auch hier entsprechend aufgeräumt und wir finden auch hier wieder unsere Nischenverkleidung, die Hängeschränke in der Höhe angepasst an unseren Hochschrank, entsprechend auch der Raumhöhe angepasst und dann die Abdeckböden, die das Ganze einfassen und damit das ja auch designtechnisch nochmal unterstrichen wird, haben wir die Seite und den Unterboden der Hängeschränke hier nochmal im Holzdekor ausgeführt und somit gibt das ein sehr stimmiges Gesamtbild. Wenn ihr jetzt Nischenverkleidung plant im Holzdekor, sieht man hier eher schlecht, weil in dem Fall haben wir doch etwas Glück gehabt, denn die Dekore werden ja im Kunststoffbereich, im Schichtstoffbereich nicht fortlaufend produziert, sondern wir haben immer eine Dekorunterbrechung, aber hier bei diesem Dekor und jetzt auch hier in diesem Fall haben wir das entsprechend so gestalten können, dass der Dekorwechsel kaum auffällt. Ja, generell sind die Platten so geteilt worden, dass wir immer ein sauberes Fugenbild bekommen, dass wenn man jetzt über die Küche ein Gitternetz legen würde, hätten wir immer im Gitter entsprechend hier unsere Fugen. Ja, und dann kommen wir noch zum Abschluss. Hier jetzt kein Hochschrank, hier eine Wange und nochmal Wangenmaterial dann zum Wandabschluss, dass wir halt hier an dieser Stelle wirklich den gewünschten Rahmen bekommen und hier unser Kunde seinen Wunsch erfüllt bekommt. Ja, und während ich jetzt die Seite in der Küche wechsle, habt ihr die Gelegenheit zu prüfen, ob ihr unseren Kanal schon abonniert habt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr das über das Gutzmann Küchenlogo tun oder über den Abonnier-Button. Das Abonnieren ist übrigens kostenfrei. Ja, und jetzt befinden wir uns hier im
Essbereich bzw. im Homeoffice-Bereich dieser Küche. Und auch hier haben wir wieder die Wünsche unseres Kunden aufgenommen. Zu einem war der Wunsch natürlich Stauraum generieren und zum anderen noch ausreichend Sitzfläche zu behalten und zusätzlich für das Homeoffice hier einen Stauraum, einen Schrank zu generieren, wo halt Technik, Laptop etc. seinen Platz findet. Das Ganze natürlich auch wieder optisch hier aus einem Guss und dann das Ganze aufgelockert mit Hängeschrankregal, Klappenschrank, Board, ein Stück Arbeitsplatte nochmal, dass das alles wie im Fluss aussieht. Und hier haben wir drauf geachtet, dass wenn unser Kunde hier sitzt und aufsteht, nicht bei einer normalen Hängeschranktiefe mit Kopf oder Schulter an den Schrank bzw. die Borde stößt, sondern das Ganze alles in der Tiefe gekürzt und auf unseren Kunden, auf seine Körpergröße angepasst. Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Element, was hier mit in die Küche integriert werden sollte, und zwar dieser Baldachin, der, ja, den gab es schon in der alten Küche, und das ist eine Sonderanfertigung, die hier für diese Wohnung gefertigt wurde, und die sollte hier wieder auch mit integriert werden. Ja, der Baldachin beinhaltet die LED-Beleuchtung für die Tischlösung und ist farblich und designtechnisch an hier die Türen in dieser Wohnung angepasst. Ja, und auch hier wieder die, ja, Teilung der Nischenplatten angepasst an die Höhen der Hängeschränke, dass wir auch hier wieder ein einheitliches, ruhiges Bild bekommen. Das Ganze abgerundet noch hier mit indirekter Beleuchtung. Und dann gehen wir einfach mal um den Tisch herum. Bei dem Tisch auch drauf geachtet, dass wir keine, ja, scharfen Ecken haben. Wir haben die Tischplatte hier im Durchgangsbereich bzw. im Küchen-, im Arbeitsbereich abgerundet, und somit gibt es dann auch keine, ja, Stoßecken, wenn man am Geschirrspüler arbeitet und dann hier auf der weiterfolgenden Seite nochmal ein Unterschrank für Stauraum und der angesprochene Hochschrank, der Vorratsschrank, der zusätzlich in die Küche integriert wurde, um die Vorräte aus dem Flur hier in die Küche zu bekommen, und das Ganze ergänzt um einen Apothekerschrank. Den gab es in der alten Küche auch schon, nicht diesen, einen anderen, aber das Thema Apothekerschrank war hier schon präsent. Und dann haben wir unseren, oder wie gesagt, das Standgerät unseres Kunden, was hier integriert werden sollte. Und ja, da war die Herausforderung, das Gerät sollte nicht einfach auf dem Boden stehen und in die dafür vorgesehene Lücke gesetzt werden, sondern die Sockelleiste sollte von den Hochschränken unter dem Kühlschrank weiterlaufen, dass es wirklich so aussieht, als wäre es integriert. Und dann sollte natürlich auch entsprechend der hohen Hochschränke das Ganze mit eingefasst werden. Hier halt entsprechend noch eine Lücke gelassen für die Belüftung und für die, oder die Flexibilität, wenn das Gerät mal getauscht werden soll, was die Gerätehöhe betrifft. Das Ganze wieder eingefasst in die Wangen, in die Abdeckböden, dass auch diese Seite aussieht wie, ja, wie eine Schrankwand. Und generell wurden dann noch die, ja, Sockelleisten optisch an die Türzarge rangeführt und hinten unter dem Heizkörper weitergeführt. Ja, jetzt können wir nochmal abgleichen, ob wir alle Wünsche unseres Kunden erfüllt haben. Und ihr könnt gern einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise wenn dieses Video euch wieder bei eurer Küchenplanung unterstützt hat. Andere hilfreiche Küchenplanungstipps findet ihr über den Link. Den Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren in das Kurzplanküchenlogo. Und dann sehen wir uns immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt, Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.